Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Willkommen zum ersten Video auf diesem Kanal, seit ich ihn ganz alleine betreibe. Zu Gast heute war Ottmar Hitzfeld, einer der bekanntesten Fußballtrainer aller Zeiten, vermutlich einer der besten, die Deutschland je hervorgebracht hat. Er ist ein absoluter Titelsammler gewesen, mehrfacher Welttrainer des Jahres, mehrfacher Champions-League-Sieger oder deutscher Meister. Erstmal möchte ich mich bei ihm nochmal kurz bedanken, dass er sich die Zeit genommen hat, mit mir zu sprechen. Ich bedanke mich auch bei Tussacher Stetten, dass wir dort auf dem Kickplatz drehen durften. Eine kleine Ankündigung habe ich noch zu machen, bevor es losgeht. Ab diesem Video mit Ottmar Hitzfeld, findet ihr jede ungeschnittene Version zu allen Videos, die online kommen, auf Patreon. Natürlich sind die Videos hier auf YouTube geschnitten, da ja, schneide ich die Sachen rein, von denen ich glaube, dass sie für die Allgemeinheit am interessantesten sind. Aber ich weiß, dass es viele von euch gibt, die jedes Video von uns schauen oder inzwischen von mir schauen und sich vielleicht auch längere Videos wünschen oder sich für mehr interessieren. Deswegen schaut gerne mal unter dem ersten Link unten in der Videobeschreibung vorbei. Dort könnt ihr dann für einen geringen Betrag im Monat verschiedene Pakete freischalten und mehr von diesem Kanal und mir sehen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo und ja. Herr Hitzfeld, erstmal nochmal vielen Dank jetzt offiziell auf Kamera, dass Sie Lust haben und Zeit haben, mir ein Interview zu geben. Wir sitzen hier auf Ihrem alten Sportgelände, Sie sind am Tusslerer Stetten. Sie sind hier im Prinzip groß geworden, fußballerisch. Sie sind hier in Lörrach zur Welt gekommen und leben im Prinzip seit jeher hier, mit Ausnahme natürlich Ihrer Trainerstationen. Haben Sie irgendwelche nostalgischen Eindrücke, wenn Sie hier zurückkommen? Ja klar, das ist natürlich mein Heimatclub und ich habe hier mit 10, 11 Jahren begonnen, Fußball zu spielen, 1960, ja. Das ist ja wahnsinnig lange Zeit. Und da hat natürlich der Platz noch anders ausgesehen. Und hier waren natürlich Sitzplätze noch hinter uns, die ganze Tribüne. Gerade früher gab es 500, 600, 700 Zuschauer bei den Fußstätten. War noch unglaublich viel Begeisterung hier in Stetten. Es gab ja noch kein Fußball im Fernsehen, sondern natürlich für die Vereine ideal. Und ja, und jetzt freue ich mich natürlich, oder ich komme immer gerne hier zurück auf diese Anlage, wo ich groß geworden bin. Fußball ist für Sie ganz, ganz lange der absolute Hauptbestandteil Ihres Lebens gewesen. Sie haben selbst Fußball gespielt im Profibereich, waren dort aber nie ansatzweise so erfolgreich wie später als Trainer. Sie waren zum Beispiel bei Borussia Dortmund oder bei Bayern München, haben die Champions League gewonnen, Sie waren Schweizer Nationaltrainer. Also ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Sie in Deutschland einer der erfolgreichsten Trainer sind, die unser Land hervorgebracht hat. Jetzt sind Sie seit 2014 kein Trainer mehr, Sie sind von der großen Fußballbühne gegangen. Welchen Stellenwert kann Fußball noch einnehmen in Ihrem Leben? Ja, Fußball ist natürlich meine Leidenschaft und ein großer Lebensinhalt für mich immer gewesen. Weil als Kind war ich fasziniert vom Fußball und der Ball war immer mein treuer Begleiter. Und habe, wenn ich spazieren gegangen bin oder musste mit meinem Vater, habe ich immer den Ball mitgenommen und habe aufs leere Tor geschossen oder habe jongliert. Und ja, darum bin ich sehr froh darüber, dass ich, nachdem ich Fußballprofi war, auch in der Bundesliga noch spielen durfte und in der Schweizer Liga, und dass ich dann Trainer geworden bin. Also ich habe mein Lehrerexamen gemacht in Lörrach an der Pädagogischen Hochschule, hätte auch Lehrer werden können, aber ich habe mich dann entschieden, als Fußballtrainer zu arbeiten, und da weiß man ja nie, wie lange man arbeiten kann. Zwar ist ein Risikojob, aber es hat mein Leben natürlich total erfüllt. Sie sprechen an, dass es ein Risikojob ist, sowohl weil man dann doch nie weiß, wie erfolgreich bin ich wirklich und will mich irgendwann vielleicht doch mal noch einen Verein haben, wenn ich mal eine total schlechte Phase haben sollte. Wir haben uns schon einmal für ein Interview getroffen, 2014 nach der WM. Damals habe ich für eine Website geschrieben, einer Zeitung. Da haben Sie mir erzählt, Sie haben grundsätzlich nur 2 Jahresverträge unterschrieben bei Vereinen. Hat das genau den Hintergrund, dass Sie sich einfach so flexibel wie möglich halten wollten, auch von sich aus? Ja, ich glaube, es bringt nichts, wenn man zu lange unter Vertrag steht. Es ist ja eine Belastung für den Trainer, vielleicht auch für den Verein. Und der Trainerjob
ist ein Job, wo man nicht sagen kann, ja, ich muss jetzt im nächsten Jahr Erfolg haben oder ich kann was aufbauen, sondern ich muss permanent Erfolg haben. Also ich muss nächstes Spiel gewinnen, simpel gesagt. Wenn ich ein Spiel verliere und das zweite verliere, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich auch das dritte verliere, weil dann Selbstvertrauen verloren geht. Und darum muss man im Jetzt leben und permanent Erfolg haben. Ich habe schon angesprochen, dass man aber ich glaube, man darf sagen, dass man sie als einen der erfolgreichsten Fußballtrainer Deutschlands bezeichnen darf. Was ist Erfolg für Sie? Ja, Erfolg kann verschieden definiert werden. Erfolg ist, wenn man Abstiegsmannschaft trainiert und nicht absteigt, das ist auch ein Erfolg. Und eine mittelmäßige Mannschaft dann weiterentwickeln, nicht in Abstiegsgefahr zu kommen, für viele Vereine in der Bundesliga, das ist auch schon erfolgreich. Wie zum Beispiel in Freiburg, Christian Streich, der nicht deutscher Meister werden kann. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Aber wenn er nicht absteigt, ist es auch schon Erfolg. Und wenn man halt eine Spitzenmannschaft trainiert hat, wenn man dann Bayern München trainiert, muss man natürlich Titel holen. Wenn man da keine Titel holt, ist man nach einem Jahr oder nach zwei Jahren auch schon weg. Mhm. Waren finanzielle Aspekte für Sie in Ihrer Trainerkarriere ein Zeichen von Erfolg oder Misserfolg? Ja, je mehr Erfolg man hat, desto lukrativer werden die Verträge. Aber das ist nicht der Anreiz, nicht das Geld, sondern die Leidenschaft, den Job, den man gerne macht. Und mit Menschen zu arbeiten und mit Spielern das Spiel strategisch anzugehen, die Taktik aufgeht oder nicht. Ob die Stürmer das Tor treffen oder Mittelfeldspieler oder nicht. Oder ob die Abwehr irgendwie einen Fehler macht und man hat Pech mit dem Sonntagsschuss vom Gegner. Fußball bedeutet eben auch ein gewisses Risiko. Man kann sich nicht sicher fühlen und das macht der Reiz des Jobs. Wenn Sie jetzt auch sagen, früher war Fußball im Fernsehen kein Thema, als Sie angefangen haben, mit welcher Emotion betrachten Sie denn die Entwicklung des Fußballs in den letzten Jahren, die Sie ja doch durchaus mitverfolgt haben? Ja, das ist wie in der Gesellschaft auch oder in der Industrie oder im Finanzbereich. Es entwickelt sich alles weiter. Fußballgeschäft wird nicht billiger und die Spieler werden auch teurer, aber das ist ein normaler Prozess. Und wenn Neymar so viel gekostet hat, über 200 Millionen, aber das hat ein Scheich bezahlt. Das hat er ja nebenbei bezahlt. Das hat nicht der Verein bezahlt. Also Bayern können sich das nicht erlauben, wird es auch nicht machen, weil dementsprechend ja auch das Gehaltsgefüge gesprengt wird. Wenn ein Spieler so viel kostet, dann verdient er auch so und so viel Prozent Handgeld und Monatsgehalt. Also von daher ist alles relativ und ich bin sehr aufgeschlossen der Entwicklung gegenüber. Fußball lebt in unserer Gesellschaft. Wir sehen uns nach Fußball. Corona-Zeit hat man sich auch gefreut, wann endlich wieder mal Bundesliga gespielt wird, auch wenn es Geisterspiele waren und jetzt teilweise alles begrenzt ist, aber man muss froh sein, dass Fußball generell die viele Menschen erreicht in der ganzen Welt und dementsprechend auch mit der Entwicklung muss man sie so respektieren, wie es eben läuft. Wenn wir uns jetzt die Entwicklung des Fußballs anschauen und gleichzeitig noch den Aspekt Finanzen, kommt man fast nicht umher, auch sich die Fußballverbände anzuschauen, seien es die nationalen Verbände oder auch die internationalen Verbände, UEFA, FIFA. Jetzt sind wir im Prinzip kurz nach der großen paneuropäischen EM, die sicherlich anders geplant war, mit viel mehr Zuschauern und mit viel mehr Tohuwabohu, was halt nicht geklappt hat wegen Corona oder zumindest nicht in allen Stadien. Es gibt super viel Kritik an solchen Veranstaltungen, weil man immer sagt, naja, da ist der UEFA irgendwie vieles wichtiger oder nur das Geld wichtiger als vieles andere. Wie beobachten Sie diese EM und was haben Sie für einen Blick auf diese paneuropäische EM? Ja, ich war eigentlich dagegen, dass man die EM in verschiedenen Ländern spielt, weil ich finde, es ist immer ein großartiger Anlass. Wie eine WM 2006 in Deutschland, wo wir selbst erlebt haben, ein Sommermärchen.
Und so ist es auch bei einer EM. Und in einem Land ist eine andere Begeisterung. Und die Fans kommen, reisen hin und die feiern zusammen. Und die Stadien sind voll oder waren voll. Heute ist ja wieder anders mit den Corona-Bestimmungen. Aber in verschiedenen Ländern finde ich keine gute Idee. Aber klar, es geht um sehr viel Geld für die UEFA oder auch FIFA. Die finanzieren sich über Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Und darum, ja, kann man das Rad nicht zurückdrehen. Wenn Sie jetzt die EM anschauen, mit wem fiebern Sie mit? Mit Deutschland, mit der Schweiz? Ja, wenn ich die EM sehe, ich bin erstmal deutscher Bundesbürger, dann fiebere ich natürlich auch mit Deutschland mit. Und zeitgleich verfolge ich auch die Schweiz und drücke auch der Schweiz die Daumen, weil mein Lebensinhalt hat auch in der Schweiz stattgefunden und mit verschiedenen Stationen und natürlich auch mit den Spielern. Die meisten haben noch unter mir gespielt oder die habe ich dann aufgebaut, wie Shaqiri und Xhaka und Rodriguez, die schon mit 18 Jahren bei mir gespielt haben, schon 10, 11 Jahren. Und somit ja, schlägt mein Herz natürlich auch für die Schweiz. Rodriguez ist ein gutes Beispiel. Im Spiel gegen Frankreich, der Schweiz, ein wahnsinnig aufregendes Spiel für beide Seiten, glaube ich. Da kam es ja zu der Situation, dass Rodriguez einen Strafstoß gab für die Schweiz und Rodriguez verschießt ihn noch in der ersten Halbzeit. Aber natürlich mit dem Wissen, wir spielen hier in der K.O.-Phase eines Turniers. Wie baue ich als Trainer so einen Spieler wieder auf, damit er in der zweiten Halbzeit wieder Vollgas geben kann? Thema Soft Skills. Ja, ich glaube, das muss ein Leistungsträger in der Mannschaft muss das wegstecken. Selbst junge Spieler, wenn sie Verantwortung übernehmen, dann sollen sie schießen. Mhm. Und das gehört zur Entwicklung eines Spielers. Und Rodriguez ist erfahren genug. Und ich habe auch schon, Effenberg hat auch schon 11 Meter verschossen und nachher nochmal geschossen. Ich finde das gut. Mhm. Ich habe selbst als Stürmer hab auch 11 Meter geschossen und habe auch schon 11 Meter verschossen. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Aber jeder Schuss, jeder Anlauf ist wieder anders und der Torwart reagiert anders. Also von daher finde ich immer, es ist eine großartige Leistung, wenn ein Spieler Verantwortung übernimmt, wie jetzt Ricardo Rodriguez. Mhm. Jetzt ist mit Joachim Löw eine Ära vorbeigegangen beim Deutschen Fußballbund als Trainer. Er war seit 2006 der deutsche Nationaltrainer, hat damals von Jürgen Klinsmann übernommen. Wir haben erlebt, dass er super viel Kritik einstecken musste. Ich bin immer wieder fasziniert davon gewesen, von sozialen Medien, wie schnell da Kritik sich verbreiten kann. Zum Beispiel hieß es ja, 2014 hat er den WM-Sieg geholt und man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Wenn Sie mich fragen, keiner von denen, die das jetzt schreiben, hat damals zu Jogi Löw gesagt, hör jetzt bitte auf. Ist die Kritik, die über die sozialen Medien verbreitet wird und schneller verbreitet werden kann und auch schneller dann im Fernsehen ist, wird die Kritik dadurch härter, als sie es vor ein paar Jahren noch war, für Prominente, für Trainer? Ich glaube, es war immer hart. Und vor 20, 30 Jahren, wenn was in der Zeitung stand, dann wussten es alle Leute. Und es blieb dann haften an der Person. Heute kann ein Trainer kritisiert werden, morgen gewinnt er wieder, wird er wieder gefeiert. Mhm. Also in den Social Medien kann sich alles viel schneller überschlagen. Es hat Vor- und Nachteile. Also ich sehe eher Vorteile. Okay. Man muss in dem Business muss man mit Kritik leben können. Wie lebt man richtig mit Kritik? Wie geht man damit richtig um, wenn es mal richtig harsche Kritik wird? Ja, man muss abschalten und ich glaube, das Wichtigste für einen Trainer oder für mich war, dass ich nicht so viele Kräfte verbrauche mit Zeitungen lesen. Ich habe es nur registriert und habe es auf die Seite gelegt und habe versucht, meine Mannschaft einzustellen. Mhm. Ich muss das nächste Spiel gewinnen. Ich muss gut trainieren. Ich muss die Mannschaft gut vorbereiten. Das ist mein wichtigster Job. Und die Medien ist vergänglich. Jetzt geht mit natürlich sportlichem Erfolg oder für andere Prominente halt in ihrer Sparte anderer Erfolg, wie ich es auch schon angesprochen habe, mit finanziellem Erfolg einher. Man sagt immer so schön, ja, Geld macht nicht glücklich. Wie viel Sicherheit gibt es einer Person, doch schon ein bisschen Geld vielleicht verdient zu haben, weil es dann auch gerade, wenn man in seiner Karriere schon weiter ist, dann eine Entlassung zum Beispiel nicht mehr so
zu tragen käme, auch in finanzieller Sicht? Das ist normal. Jeder Mensch, jeder Arbeitende will Geld verdienen und versucht auch das Bestmöglichste rauszuholen. Das ist legitim, das gehört zur Entwicklung. Und für mich war immer wichtig, die Verhandlungen, die man führt. Wenn man einen Vertrag unterschreibt, hat man unterschrieben. Dann kann man nicht ein Jahr später kommen und sagen, ich möchte mehr Geld. Das ist unseriös. Und von daher muss man sich da immer Gedanken machen. Und wenn man Geld verdient, ist natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Und für mich als Trainer war natürlich das Risiko immer groß. Wenn man als Trainer Erfolg hat und plötzlich hat man keinen Erfolg mehr, man ist vielleicht 45, man ist 50, man ist 55 und wird entlassen, was macht man dann? Muss noch 10 Jahre, soll man noch Geld verdienen, bis man Rente bekommt. Also von daher ist immer auch eine gewisse Angst, die man im Hinterkopf hat. Das ist der Trainerjob. Was sind so Niederlagen, die Sie so richtig schwer haben verkraften können oder bei denen Sie zumindest die so Ihre Herbstniederlagen waren? Vielleicht können Sie sogar eine hervorheben. Ja, die bitterste Niederlage war eigentlich das Ziel, das wir nicht erreicht hatten, war 1992. Ich bin 91 zu Borussia Dortmund, vor 30 Jahren. Und im ersten Jahr haben wir überraschenderweise um die deutsche Meisterschaft gespielt. Und 3 Minuten vor Schluss der Saison waren wir deutscher Meister. Und weil Stuttgart unentschieden gespielt hat, aber dann hat Stuttgart noch gewonnen. Und in der letzten Minute, und wir waren nicht deutscher Meister. Und da dachte ich auch, jetzt bricht eine Welt zusammen, jetzt wirst du nie mehr deutscher Meister. Weil man eine Sensation geschaffen hat seinerzeit mit Dortmund, weil die ein Jahr davor noch den Abstieg gespielt hatten. Und das war natürlich ein einprägendes Erlebnis für mich. Wovon haben Sie abhängig gemacht, ob Sie einen Trainerjob annehmen oder nicht? Also Sie waren zum Beispiel auch als deutscher Nationaltrainer gefragt, haben damals den Job abgelehnt. Zu mir haben Sie im Interview damals gesagt, ja, Sie fühlten sich ausgelaugt, Sie hatten einfach nicht das Gefühl, dass Sie das machen könnten. Ist das der einzige Grund, warum Sie einen Trainerjob ablehnen? Ja, 2004, da war ich ja bei Bayern 6 Jahre und das ist wie, weiß nicht, 20 Jahre ein anderer Job, wenn man bei Bayern Trainer ist. Und ich war ausgelaugt und habe keine Kraft gehabt. Da kam das Angebot vom DFB, von Meyer Vorfelder noch, seinerzeit Präsident. Und ich habe natürlich Tag und Nacht überlegt, einen Tag. Und die Presse, Bild-Zeitung hat schon geschrieben, ja, Hitzfeld macht es. Dabei habe ich noch gar nicht zugesagt. Und als ich das gelesen hatte, dann war ich auch so sauer, dass ich gesagt habe, okay, ich mach's doch nicht. Es macht keinen Sinn, wenn man keine Kraft hat, soll man kein Projekt leiten. Und das war dann auch die absolut richtige Entscheidung. War der Job bei Bayern Ihr schwierigster, Ihr anstrengendster? Ich glaube, jeder Job als Trainer ist anstrengend. Mein schwierigster Job war 1983, war ich 34, bin zum Sportclub Zug. Und da war ein Präsident und hat die Mannschaft bezahlt, hat mich bezahlt, hat alles finanziert, er wollte mitreden und ich war Trainer. Ich habe nicht mit mir reden lassen. Einmal ging er mir ein bisschen an die Gurgel und ehrlich, in der Kabine. Mhm. Und dann habe ich mich nicht beeinflussen lassen und bin meinen Weg gegangen. Und der musste dann zurücktreten wegen dem Vorfall. Der Präsident kam ein anderer Präsident. Dann haben wir alles gewonnen und sind aufgestiegen, sind Meister geworden in der zweiten Liga in der Schweiz. Das war mein erstes Jahr, mein schwierigstes Jahr. Mhm. Ich greife gerade unser Gespräch aus der kurzen Pause, die wir gerade gemacht haben, nochmal auf. Sie haben erzählt, dass Sie ein Jahr Sportdirektor waren in Dortmund, aber das nicht so ganz Ihrem Aufgabenfeld, das Sie am liebsten mögen, entsprochen hat. Ist das dann einfach ein Versuch gewesen, das mal auszuprobieren, weil Sie auch beim Trainerjob zu eingespannt, zu ausgelaugt waren? 97 war ich 6 Jahre bei Dortmund Trainer und es waren sehr erfolgreiche Jahre und 97 haben wir die Champions League gewonnen und ich war auch müde, ausgelaugt, wie bei Bayern nach 6 Jahren.
Und da habe ich bei Bayern mehr einen Burnout gehabt als in Dortmund. Da habe ich noch keinen Burnout gehabt, aber ich war ziemlich schlaff. Mhm. Und habe dann aufgehört und dann hat der Manager und Präsident Liebbaum und Manager Michael Mayer gesagt, komm, du hörst zwar auf, aber hilf uns weiter. Mhm. Und du machst Sportdirektor und bist immer noch bei uns. Und habe gesagt, okay, mache ich. Aber es war nicht faszinierend für mich, auf der Tribüne zu sitzen und nicht eingreifen zu können. Mhm. Wenn man Trainer ist, dann hat man das Gefühl, ja, man kann irgendwo noch die Mannschaft beeinflussen, man kann ein Spiel beeinflussen. Wenn man oben sitzt auf der Tribüne, kann man nur zuschauen. Man hat Sie jetzt im Gegensatz zu Oliver Kahn oder zu Günter Netzer zum Beispiel nie als so jemanden gesehen, der als Experte im TV aufgetreten ist, im Duo mit Gerhard Delling zum Beispiel. Ist das etwas, was Sie nie großartig gereizt hat? Ja, ich habe einige Jahre bei Sky gearbeitet, im Privatfernsehen. Und es war eigentlich immer schwierig, über Spiele, über Niederlagen zu sprechen. Wurde immer gefragt, ja, was haben die falsch gemacht, warum haben sie verloren. Ich war immer samtweich im Fernsehen, weil ich genau wusste, wenn ich jetzt sage, ja, war ein Fehler vom Trainer, den auszuwechseln, dann hätte ich gleich Schlagzeilen produziert. Und darum habe ich das eigentlich gemieden. Wollten Sie auch in Ihrer aktiven Karriere als Trainer